Uns erwartet ein Terrorangriff. Willkommen zurück bei Let's Play XCOM. Wir müssen uns aus der Schockstarre des letzten Einsatzes befreien. Und diese Truppe wird hoffentlich diese Schockstarre durchbrechen. Und ich habe Bernadette ein wenig modifiziert. Und ich habe beschlossen, in Anlehnung an ein gewisses Ereignis in der letzten Folge, dass sie eine verschollene Halbschwester von Kamala war. Das hat sich jetzt herausgestellt, als wir uns mit ihr unterhalten haben. Sie will ihre Schwester auf jeden Fall rächen. Und daher ist ihr echter Name, wie wir jetzt herausgefunden haben, Bernadette Rex. Und in Anlehnung an ihre Schwester hat sie sich ihre Haare so gestylt. Mit einer eigenen Farbkreation, aber im selben Haarstil. Und sie hat auch ein Messer auf der Rüstung, das sie den Aliens in ihr Gehirn rammen möchte. Und sie ist bereit, Kamala zu rächen. Der Ungemach denkt tief im Inneren an seinen Scharfschützenkollegen Ivo 87. Und alle anderen sind auch voller Feuer und wollen die Aliens in ihren dreckigen Hintern treten. Aber das wird nicht einfach. Terroreinsätze sind die schwersten Einsätze des Spiels und ich habe die Befürchtung, dass jetzt neue Gegnertypen auf uns warten. Wir haben Sichtkontakt mit dem Einsatzort. Gehen runter. Obwohl wir immer noch im selben Monat sind. Frankreich fordert dringend einen Einsatz an. Die Aliens stoßen weiterhin in dicht besiedelte Gegenden vor. Wir dürfen nicht zulassen, dass es weitere zivile Opfer gibt, um eine Panik in der Gegend zu verhindern. Central, Big Sky nähert sich dem Terrorort. Strike One ist einsatzbereit. Erwarten Einsatzbefehl. Verstanden, Big Sky. Trupp hat Feuerfreigabe bei Feindkontakt. Passen Sie auf, wo Sie hinschießen. Es sind Zivilisten vor Ort. Ich wiederhole, Zivilisten im Einsatzgebiet. Das Spiel will mich doch wohl verarschen, ey. Wir haben einen Terror-Einsatz bisher gehabt. Das ist jetzt der zweite und der wählt dieselbe Map wie beim ersten. Als ob es nicht ein paar andere Maps gäbe. Sehr ungewöhnlich. Normalerweise wiederholen sich die Maps nicht so schnell, weil es sind schon ein paar mehr da. Gehe ich vorsichtig vor oder gehe ich auf, ich will Zivilisten retten vor? Ich glaube, ich will wenigstens den ersten Zivilisten schon mal retten. Ah, kommt mal her. Auf euch habe ich gewartet, Leute. Kommt, kommt näher. Verdammt, der eine haut ab, der ist gar nicht doof. Aber die müssen so schnell wie möglich sterben. Oh, Mike hat den anderen im Visier. Das ist ja lovely. Dann nehme ich die 294% Chancen noch gerne in Kauf. Komm, Mike. Ja, und noch ein Treffer. Jawohl! Schöner Start. Kill confirmed. Aber kein Adrenalinstoß, vermutlich, weil wir alle so weit weg sind. So, kein Rudolf. Du möchtest doch bestimmt auch gerne einen Kill haben, oder? Wehe, du wächst jetzt irgendwas auf. Gehe in Feuerposition. Dann gibt's Ärger, du. Bin schon da. Und du kannst es nicht mal töten, du willst mich doch wohl vereiern. Wir haben ja noch andere Leute, ne? Oh, Nightfall, kannst du es schon mal anschießen? Wunderschön. Denn wir haben tatsächlich einen neuen Gegner aufgedeckt gerade, der uns aber noch nicht gesehen hat. Glück im Unglück. Sehr schön. Daher werde ich jetzt erstmal aus Freude darüber, zwei Chrysaliden gelyncht zu haben, alles stehen und liegen lassen, wie es ist. Weil jetzt vermutlich der neue Gegner auf uns zukommen wird. Ja. Willkommen, werte Damen und Herren. Das ist die Cyberdisk. Ja, töte gleich zwei Zivilisten auf einmal. Ist in Ordnung. Dieses Vieh muss so schnell wie möglich weg da.
frage mich nur, warum wir es nicht sehen. Michael kann erstmal das Fieder wegkauen. Das sind die kleinen Gehilfen des Cyberdisk. Kampfrausch, schön. Boah, schön, alle haben den Kampfrausch abbekommen. So, ja, ungemacht, geht mal hinter das Auto und macht das Teil mal sichtbar. Mir gefällt nicht, dass wir es nicht sehen. Das Teil kann übrigens auch Granaten werfen. Das war jetzt keine gute Idee, Herr Ungemach in das Auto zu stellen. Zwei Stück davon? Ihr habt sie doch nicht mehr alle, ey. Boah, Zivilist, du sitzt da echt beschissen. Kein Rudolf, welche Fähigkeit... Hast du überhaupt schon eine Fähigkeit? Nee, hat er anscheinend nicht... Das heißt, er kann keinem Feldpostenschuss ausweichen. Sitzen mal wieder in der Klemme. Wie weit geht die Schredderrakete von Frau Nightfall? Natürlich nicht weit genug. Ich will nicht noch mehr Gegner aufdecken. Wenn dieses Auto explodiert. Denn das Vieh kann Granaten werfen. Gehe in Position. Scheiße. Du bist sicher. Weg hier. Das ist ja noch so ein kleines Drecksvieh. Verstanden, Commander. Ach, das gefällt mir alles nicht hier gerade. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Hier in Position. Roger that. So, Rex. Bernadette, wo setze ich dich hin? Ich weiß es nicht. Ich habe schon Angst um Herrn Ungemach gerade, um ehrlich zu sein. Wo du auch noch Granaten, Rauchgranaten hast, ne? Das ist eigentlich auch nicht verkehrt. Boah, ich habe echt Schiss gerade. Ich bin sehr froh, dass wir zwei Chrysaliden weggebumst haben. Weil die ja... Das habt ihr noch nicht gesehen, aber wenn die einen Menschen töten oder sei es nur ein Zivilist, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass aus diesen Zivilisten Zombies werden. Und aus diesen Zombies kommen nach drei Runden neue Chrysaliden raus. Die können die Map richtig überfluten. Also das ist sehr gut, dass die beiden tot sind. Aber dieses Cyberdisk, genau davor habe ich Angst gehabt, wo ich in die Mission gegangen bin, dass die jetzt kommen. Vielleicht bleibt einfach mit ihr da stehen. Das ist vielleicht auch keine schlechte Idee. Weil noch wird sie nicht gesehen, aber das... Naja, dann wird sie auch nur weggefegt wieder. Overwatch, aye, aye. Na, ich mache erstmal hier die Granate. Auch Granate. Kein Rudolf ist nämlich auch schon so gut wie tot. Ich denke, ich werde mit ihr hier hinspurten, oder? Ja, es hilft ja alles nichts. Oh nee, jetzt kommt die zweite auch noch. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Das Spiel will mich gerade richtig fertig machen. Oh nein, nein, nein. Oh, es greift einen Zivilisten an. Das ist das Beste, was gerade... Es geht auch auf Feldposten. Was ist denn hier los? Sehr ungewöhnlich. Ah, die Viecher greifen bestimmt die Zivilisten an. Ja. Die töten die, wie die fliegen gerade. Alter, ey. So, Maike, was ist mit deinem... Schnellfeuer kannst du nicht machen. Du siehst den nicht mal. Was ist denn los mit dir? Aye, aye, Commander. Danke. Du kannst dir immerhin ein bisschen Schaden machen.
So, Herr Ungemach. Du kannst ihm noch viel mehr Schaden machen, nämlich mit einem hundertprozentig kritischen Treffer. Boom, Bitch. Reicht aber immer noch nicht. Doppelte Portion. Er hat die Fähigkeit, zweimal zu schießen. Verabschiede dich, mein Freund. Er ist tot. Eine Cyberdisk weg. Das ist schön. Michael wird erstmal einen von den Kleinen wegballern, glaube ich, oder? Ich würde gerne mal nachladen mit ihr. Seit die Cyberdisk angegriffen ist. Das war vielleicht nicht ganz so klug. Pistole vielleicht. Ja, schön. Immerhin. Aber der Rest sieht nichts. Wir können nichts machen hier. Ich könnte höchstens nochmal eine Rauchgranate werfen, weil ich so viel davon habe. Die Zivilisten sterben uns weg. Das ist zum Kotzen. Frau Nightfall müsste hier hoch eigentlich. Es müsste ja eigentlich so einiges passieren, was nicht so richtig passieren kann gerade. Okay, wir werden die Mission wohl nicht mit Sternchen abschließen, das ist wohl klar. Ich werfe einfach nochmal eine Rauchgranate. Dann sehen wir zwar nichts mehr, aber die gehen wahrscheinlich eh auf die Zivilisten. Oh nein, ich höre noch mehr Chrysaliden. Oh, das ist ein Albtraum. Wie weit willst du denn noch fliegen? Feldposten, sehr schön. Warum kriegen die, kommen die nicht in unseren Feldpostenreichweite? Ja, jetzt heilt er ihn, das ist... Scheiße! Wir müssen uns echt beeilen, das haben wir ein Problem. Ich muss nachladen mit ihr. So, jetzt schreddern wir dich erstmal so ein bisschen. Wir müssen hier aufräumen jetzt. Es kommt bald eine Armee von Chrysaliden auf uns zu. Sehr schön, sehr schön. Damit müsste er Ungemach ihn wegfegen können. Schaden kannst du machen? 7. Warte mal, warst du nicht unser Revolverheld? Moment, ich guck mal gerade. Hier Revolverheld, ja. Hast die Frage. Mehr Schaden machst du damit jetzt wahrscheinlich auch nicht. Komm schon, holen dir. Das gibt's nicht. Er lebt noch. Hey Rudolf, du wärst der absolute Held, wenn du das Vieh jetzt wegfegst. Scheiße. Verflucht. Wir haben ein ganz großes Problem. Das Vieh muss in dieser Runde weg. Gerade, ey. Ich habe das Gefühl, es wird ja jemand sterben, weil anders kann ich mir das hier bald nicht vorstellen. Das Einzige, was ich machen kann, ist ihn provozieren, aber... Aber wisst ihr was? Ich glaube, die Mission ist sogar geschafft, wenn nur ein Zivilist gerettet ist. Meine Männer sind mir jetzt viel wichtiger. Komm ran jetzt hier! Komm näher ran! Oh nein, nein, nein! Wir haben gleich ein großes Problem. Wir haben jetzt schon ein großes Problem. Fucking hell, ey. Tschüss.
keine Patronen mehr. Ja, das ist immer schlecht. Solid copy. Wird da wohl nicht noch eine Cyberdisk irgendwo sein? Ich wette, hier waren noch zwei verdammte Chrysaliden, die gleich die Zombie-Armee auf uns unleashen werden. Solid copy. Was? Du lebst noch? Scheiße, ey. Ah, er kommt mit seiner Pistole in die Nagel mit ran, oder? Bin unterwegs. Nee. Dann schicke ich ihn wenigstens aufs Dach. Weil hier unten bringt er mir nichts. Oder ich lade mal nach mit ihm. Fertig und bereit. Ich habe ein bisschen Angst, gleich die Chrysaliden aufzuwecken. Zeit für Rex, sich mal hier zu rächen, so ein bisschen. Jawohl, sie sieht ihn. Erster Kill für Rex. Verstanden, Commander. Scanne. Moving to position. Roger, I've got my eyes on. I'm on the move. Roger, I've got my eyes on. Here we go. Warum sind eigentlich alle Zivilisten da hinten? Dass wir noch keine Zombies gesehen haben, ist echt erstaunlich. Oh, hier ist ja ein Zivilist. Den wir aber nicht unbedingt erreichen können, ne? Roger, tracking. Doch, können wir. You're clear. Go. Raus, raus mit dir. Verstanden, Commander. Je rejoins la position. Da drüben sind noch Zivilisten auf dem Dach. Und einer liegt schon tot da. Immerhin kein Zombie. That's affirmative. Bin schon da. I feel commander. Scheiße, erster Zombie. Attention, l'ennemi applique. Komm, Maike. Jawohl, den Chrysaliden weggefegt. Oh, schön. Und ich dachte, die gehen jetzt alle auf den Zombie. Aber haben sie nicht. Oh, scheiße, da kommt noch gleich ein Chrysalid raus. Der ist doch schon grün. Scheiße. Wo ist jetzt der Chrysalid hin, der hier eben war? Ist der weiter unten? Ich traue mich gar nicht, da runter zu gehen. Oh, Nightfall. Wir könnten deine Hilfe ein bisschen gebrauchen hier. Just saying. On Overwatch. Ich bin gerade echt so ein bisschen am Zittern, innerlich. Das ist nicht lustig. Präzisionsschuss, komm, feg ihn weg. So viel dazu. Okay, je surveille la zone.
Mike und Momo, traut ihr euch das zu? Los geht's. Ich will Mike nicht vergiften lassen. Der Zombie ist auch gefährlich. Aber um den könnte sich auch Momo kümmern. Momo, der muss sitzen. You fucking kidding me. Momo, was war das denn? Chrysalid muss raus, der ist gefährlicher. Aber die Zombies sind auch nicht gerade besser. Schlimm ist, dass der Zombie jetzt angreifen wird und er haut richtig zu. Das glaubt ihr gar nicht. Und da wacht noch einer auf. Ey, wollt ihr mich eigentlich vereiern gerade? Weich aus, weich aus. Ich kann gar nicht hingucken. Mann, was ist denn mit dem Spiel los auf einmal? Mike, komm. Oh, er geht nicht auf. Er geht nicht auf Momo. Alter. Wenn Momo jetzt vergiftet ist, ist sie eh tot. Nee, ist sie nicht. Alter, ich krieg gleich einen Herzinfarkt hier. Krieg wirklich gleich einen Herzinfarkt. Durch die Wand, ist mir so egal. Kill confirmed. Und von die da oben haben natürlich keinen Einblick. Und zwar gar keinen. D'accord. Wir haben 3 Zivilisten gerettet, ist egal, reicht mir. 3 Schaden, du willst mich doch. Brauchen wir erst unseren Revolverhelden hier unten, um mal richtig aufzuräumen. Seht ihr, was die aushalten? Das ist krank. Feind ausgeschaltet. Moving. Overwatch, die machen 10 Schaden, wenn die einmal zuhauen. Ja, ungemacht muss da hoch. Da sind noch Zivilisten. Wenn ich hier mal ein bisschen weniger rede, ich glaube, das muss ich nicht erklären, oder? Also ich bin gerade nach der letzten Mission immer noch so fertig. Das geht eigentlich gar nicht. Mama muss wieder fit werden. Ja, Terror-Einsätze sind das Salz in der Suppe bei dem Spiel. Rücke vor. Ich glaube, ich gehe lieber wieder auf die Lauer mit den Ungemachten. Zombie, erwacht. Und ich höre Chrysalid schreien. Yes! Noch lebt der Zivilist. Okay, Maike. Du darfst ihn holen gehen, glaube ich. Zumindest darfst du schon mal hochgehen. Oh, was ist, wenn die gleich aufwachen, alle? Ah, jetzt haben wir ja umgemacht, da kann er helfen. Können alle helfen, alle hoch hier. Wir werden jetzt hier nichts mehr groß reißen. Das ist schon ziemlich in die Hose gegangen, der Einsatz. Und da haben wir nächsten 4 Zivilisten gerettet. Von 18, das ist nicht gut. Aber wir haben unsere Pflicht getan.
Ich habe so eine, die Angst, dass eine Armee von Chrysaliden uns gleich überrollt. Ja, das war der letzte Zivilist. Er ist gerade gestorben. Alle mal nachladen, außer ungemacht. Immer wachsam, Commander. In Bewegung. Wir müssen jetzt hier uns auf diesem Dach verschanzen. Ich kann mir das gar nicht mit ansehen eigentlich, aber... Es geht los. Ein Zombie ist mal wieder erwacht wahrscheinlich. Scheiße, ey. Ich hab echt Schiss. Zum Teufel war das? Wir hatten so ein Glück damals bei unserer ersten Terrormission. Zombie? Mit dem können wir noch leben. Den kann er ungemacht wegkriegen. Und zwar so richtig schön. Ey, damit da nicht noch ein Chrysalid rauskommt. Er ist ausgeschaltet. Wunderbar. Diese zwei Cyber, das war einfach eine zu viel gewesen. Und ihr merkt, wie der Schwierigkeitsgrad des Spiels jetzt wieder ansteigt. Diese spaßigen Missionen sind vorbei. Die sind unten, oder? Hört ihr das? Eigentlich kommen die irgendwann und suchen nach einem. Es gefällt mir nicht, dass sie es jetzt nicht tun. Vielleicht wissen sie echt nicht, wo wir sind, aber... Ich will mich hier nicht wegbewegen. Ihr könnt eh nichts mehr machen. Alle Zivilisten sind tot, die wir nicht gerettet haben. Oh, die Penner wollen nicht kommen. Das gibt's doch nicht. Doch. Drei Stück. Und die sind aus den Zivilisten geschlüpft. Das Schlimme ist, dass sie unglaublich weit laufen können. Und die hauen genauso krass zu wie die Zombies. Aber der eine ist schon mal so gut wie tot. Sollte tot sein. Okay. Sollten wir hinkriegen. Abserviert. Waffe leer. Kann nicht angreifen. Ja, das ist so ein bisschen das Problem gerade. Aber ich habe jetzt hier... Ich könnte natürlich die Rakete benutzen. Ich glaube, das müssen wir nicht. That's affirmative. Das Gute daran ist, dass wir unglaublich viele Chrysalidenleichen kriegen hierdurch. Rex? Du darfst ihn noch rächen, Bernadette. Alle Missionsziele erreicht. Kein Rudolf, das ist ein bisschen untergegangen, aber auch dein Tod ging nicht an mir vorbei. So langsam nimmt das Spiel einen Verlauf, der mir nicht gefällt. Aber immerhin, wir haben die Mission bestanden. Mit mäßigem Erfolg, aber wir haben sie bestanden. So langsam wird's ernst. So langsam ist die Scheiße am Dampfen. Und das ist nicht mehr lustig. Der nächste Soldat ist gefallen. Panik in Frankreich hat sich um zwei abgeschwächt. Ernsthaft? Denken Sie daran, wir behalten Sie im Auge. Okay, das ist verdammt cool. Wenn hier nicht tausend Sachen auf dem Bildschirm sein werden und man nichts sehen würde. Ja, ist schön offene Aufträge. Ja, sieht auf jeden Fall gut aus, was die Panik angeht. Die G-Modifikation auch so lange gebraucht haben. Ich glaube, ich werde da gleich nochmal Leute reinpacken. Ich habe die Schnauze voll. Unsere Soldaten und unsere Waffen müssen besser werden. Durch Verstärkung des körpereigenen Elektromagnetfeldes können Soldaten Feinde in der Umgebung auch ohne Sichtkontakt wahrnehmen.
Das lief so gut, das Spiel, und jetzt fängt es so. Und jetzt ist es so kacke. Sag mal, warum ist denn Frau So-und-So immer noch nicht draußen? Warte mal. Warum? Die haben doch beide gleichzeitig die Genmodifikation gestartet, oder nicht? Warum ist jetzt nur Timcat? Was heißt nur? Timcat ist super. Ja, doch, sind beide draußen. Dann ist das gerade ein Anzeigefehler. Ja, Frau So-und-So und Timcat ist wieder da. Mama ist 2 Tage verwundet. Das ist erstaunlich, dass es nur 2 Tage sind. Mediana immer noch eine ganze Woche. Ah, ich glaube, ich brauche erstmal eine Pause. Beim nächsten Mal werden wir Darky zurückholen. Und ich glaube, Darky, du kriegst gerade den freien Platz des Scharfschützen. Denn Ivo hat es leider erwischt und dadurch ist ein zweiter. Dadurch ist ein Platz bei den Scharfschützen frei geworden und der gehört dir. Bin ich mir ziemlich sicher. Joe und Darky. Ja, wir holen dich da erstmal wieder raus und ey, wir werden langsam Exalt auch ausschalten. Diese nervigen Penner, die uns nur dabei stören, die Erde von den Aliens zu retten. Denn wir werden ihrem Geheimversteck immer näher kommen. Wir wissen jetzt schon, hier ist das Geheimversteck nicht. Wir werden das Land immer weiter eingrenzen. Und Darky ist leider auch in Frankreich. Warum spielt sich jetzt alles in Frankreich ab? Die Panik ist doch schon so niedrig. Also Frankreich geht's wieder echt gut. Können wir irgendwas bauen, was uns hilft? Was wollen wir brauchen? Chitinpanzer. Oh ja, jetzt haben wir genug Chrysaliden gekillt. Das ist die bessere Schutzweste. Ich glaube, das gibt 6 Lebensenergiepunkte oder 4 und schützt noch vor Nahkampfangriffen wie Zombies und Chrysaliden. Ich glaube, ich verkaufe mal ein bisschen was, denn ich würde gerne 2 davon herstellen. Schwarzmarkt. Was haben wir denn zu viel? Illyrium haben wir gerade recht. Das werden wir zwar alles noch brauchen, aber ich hätte gerne 2 Chitinpanzer jetzt. Weil die Dinger geben nochmal einen unglaublichen Lebensenergieschub. Langsam genug von Leuten, die sterben hier. 4 Chrysalidenleichen braucht man für einen. Jetzt haben wir auf jeden Fall 2 davon. Finde ich gut. Das sollte uns bei der nächsten Mission, die wir hoffentlich mal wieder ohne Verluste schaffen, sehr hilfreich sein. Boah, das Spiel zieht gerade an, das ist nicht mehr schön. Der Ratsbericht ist in 6 Tagen. Wir dürfen nicht vergessen, den Satelliten hochzuschießen. Ich überlege, ob ich es jetzt schon machen soll, aber wahrscheinlich eher nicht. Also das Spiel wird eng. Ja, wir müssen jetzt langsam anziehen und dürfen nicht mehr so viel trödeln. Wir müssen die Aliens auslöschen. Dazu müssen wir der Story voranschreiten. Boah, ey, der letzte Einsatz hat uns echt ins Straucheln gebracht. Und der eben war auch nicht viel besser. Kein Rudolf, es tut mir echt leid. Mir wirklich leid. Cyberdisk. Boah, das Vieh ist so übel, ey. Kein Rudolf hat 4 Kills vollbracht und 3 Einsätze absolviert. Und sehr guter Einsatz darüber gemerkt. Das war jetzt echt Pech, dass es ihn hier erwischt hat. Okay, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir Darky da rausholen. Unseren neuen Scharfschützen ins B. Das heißt neu, sie ist ja schon lange Scharfschützin, aber jetzt kommt sie eindeutig in die Hauptriege und rutscht vor. Also langsam schrumpfen unsere Soldaten und das gefällt mir nicht. Also, ihr habt alle gute Chancen, noch dran zu kommen, wie ihr seht. Weil das ist gerade echt nicht gut. Ich überlege, ob ich den Neuling mitnehmen soll. Was ist uns denn jetzt weggestorben viel? So, Unterstützungssoldaten haben wir jetzt erstmal. Scharfschützen auch noch. Sturmsoldaten, ne? Obwohl, es geht eigentlich. Also, wir haben relativ ausgeglichene ein relativ ausgeglichenes Klassenverhältnis aktuell. Aber ihr habt wirklich noch Chancen, alle dran zu kommen. Das sieht aktuell echt danach aus. Oh Mann. Man kann nur hoffen, dass es besser wird, sonst wird es echt eng mit dem Spiel. Ihr seht, die neuen Gegner und eine höhere Schwierigkeitsgrad machen es kacke schwer wieder.
bis zum nächsten Mal, Leute, bei Let's Play XCOM. Haut rein.